Städte müssen sich verändern. Das liegt zum Beispiel an der zunehmenden Digitalisierung, aber auch am Klimawandel. Und dafür braucht es Innovation. Bei urbanen Innovationen gibt es aber immer auch skeptische Akteure. Mit Julia Kroh unterhalte ich mich heute über genau dieses Thema, ihre Forschung. Was ist denn Ihr persönliches Interesse? Mir persönlich ist es super wichtig, dass meine Forschung auch einen Beitrag zur Gesellschaft leistet. Und genau aus diesen Gründen beschäftige ich mich eben mit dem Thema Stadt. Denn es ist ein Thema, was uns eigentlich alle betrifft. Und genau deshalb habe ich mir eben angeschaut, wie man Stadtviertel insgesamt nachhaltiger gestalten kann. Und was ist da Ihr Forschungsergebnis gewesen? Ganz einfach zusammengefasst, durch die Zusammenarbeit mit skeptischen Akteuren werden Innovationen in der Stadt neuer und am Ende auch wirklich umgesetzt. Die Einbindung von skeptischen Akteuren, wie funktioniert das denn konkret? Das lässt sich am besten an einem Beispiel erklären. Wir haben uns eine Kleinstadt hier in Norddeutschland angeschaut. Dort wurde eine Bürgerenergiegenossenschaft gegründet. Das klingt jetzt unfassbar kompliziert, sagt am Ende aber nur aus, dass die Bürger durch Selbstorganisation ihre Wärme beziehen. So, und der Vorteil ist eigentlich für Bürger, Bürgerinnen, dass sie selbst finanziell beteiligt sind, davon profitieren, anstelle dritter Unternehmen. Und aus Ihren Forschungsergebnissen lassen sich da auch Empfehlungen für Unternehmen oder für die freie Wirtschaft ableiten? Klar, also denn natürlich sind Unternehmen auch immer direkt beteiligt in solchen Projekten. So diese Netzwerkfähigkeiten sind aber auch in sehr, sehr vielen weiteren Bereichen unfassbar wichtig. Unsere Welt wird ja zunehmend vernetzter. Gerade so dieser Gedanke der Digitalisierung, digitale Technologien führt dazu, dass man natürlich auch immer mehr mit Widerstand zu rechnen hat, auch innerhalb des Unternehmens, zum Beispiel bei Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und auch dort ist natürlich wichtig, alle Beteiligten mitzunehmen.